teach me how to shuffle. Zurück zum Lego Jurassic World. Der vorletzte Part, wenn ich mal so sagen darf. Wir beginnen gleich damit, diesen Charakter endlich mal zu kaufen. So. Dann noch ein anderes Ziel. Und zwar unsere Dings an roten Stein. Und gefragt. Das war so gut wie alles hier. Nun denn, gehen wir hier hin, hier haben wir auch schon einen goldenen Stein. Sag mal, woher habe ich die alle schon? Mensch. Okay. Schauen wir uns das Ganze mal genauestens an. Angefangen wird das Ganze von dort hinten, was ich sehr interessant finde, weil hat er sich in die falsche Richtung bewegt. Ja, Gamera, darf ich mich denn bitte umfangen? Thank you, man. So. Ach nee, Quatsch. Dich wird sowas gebraucht. Wir ziehen nämlich den Goldstein dran. Hier, 90% haben wir ja eigentlich. Gut, der nächste ist da hinten. Ja, okay. Aber... Aha. Okay. Das ergibt natürlich Sinn. Oh, jetzt kann ich mich hier nicht in Dino verwandeln oder was? Also gut, müssen wir dann zuerst das Teil kaputt schießen und dann rüber fliegen. Gut, jetzt kommen wir ins Wasser und weiter geht's. Noch ein paar Charaktere zu kaufen. Und was zum Teufel? Nick. Okay. So. Ah, hier ist eine Fotostation. Ja, gut. Wissen Bescheid. Oh ja. Das ist auch witzig. Aber muss ich das mit Auto machen oder kann ich das auch mit dem Dino? Lang scheint es mit dem Leben ganz gut zu funktionieren. Hier ist es ein... Oh, ist ein komisches Gebiet. Da habe ich was
Und es gibt neun von den Dingen, soll bitte eigentlich noch dazu. Wie groß wir eigentlich sind, ne? Holy shit! Jo, krass! Ja, das scheint nicht wirklich mit einem Ding zu funktionieren. Okay. Wenn das nicht mit einem Dino klappt, wie soll das denn sonst funktionieren? Ich probier's mal mit einem Jurassic Park Auto. Nee, sorry. Wenn ich nicht noch fahren. Ich schon mal Balance. Ich glaube, wir sind kurz vor dem Ziel sogar abgekratzt. Nee. War noch gar nicht das Ziel. Wo war denn das? Oh, Feier. Ja, nee. Guys, wo bin ich denn hier hingekommen? Ich muss ja eigentlich wieder zum Ding zurück, ne? Was? Was war das denn jetzt? Okay, jetzt wollen wir dem Dino noch helfen. Er zeigt mir allerdings schon an, was er haben will. Okay. Dann dürfte es ja eigentlich nicht so schwer sein. Das alles zu finden. So, und der letzte im Grunde. Jetzt hat man das so auch genau gesehen, was der gemacht hat. Gut, Dinosaurier geholfen. Ja, krieg ich mir einen Gutschein. Bitte. Danke. Super. Optimal. Wie diesen Part noch. Hier ist was und so eine Menge. Ach Moment mal, genau an dieser Stelle brauchte man ja auch einen selbstgemachten, ne? Ja, ja, da war ja was. Okay, gut.
gehen brauche ich jetzt erstmal dich. Oh, danke. Gut. Okay, den Rest schaffe ich selbst. Kann ich die kaufen? Ich auskriege, auf welche Sorte Minimaffe ja. Steht, kann ich meinen Job vielleicht behalten. Wundervoll. Und dich kann ich die auch kaufen. Das ist derselbe. Nee, scheint derselbe gewesen zu sein. Wo gibt es aber tatsächlich noch? Ja, es gibt zwei Personen, die hier zu retten. Das ist der letzte. Gut, ich möchte aber jetzt erstmal diesen Bereich vervollständigen. Aha, ist irgendwas? Leuchtet so viel. Das kann es ja irgendwie nicht sein. Foto. Danke. Dem mich sehr freuen. Jo. Gut. Bonus Level. Und zwar das letzte. Im Grunde. Ah, ich dachte in dem Dominus spielen, ja. Schon wieder ein Burus Fernteil, da waren wir doch. Aber gut. Nichts lieber als. Das und nein. Den hier. Und den. Ja, komm. 133 Millionen, meine lieben Freunde. Gut. 252, 253. Damit hätten wir wieder ein paar Goldsteine mitgenommen. Gut, hier drin gibt's noch was. Und zwar ist hier eine Fotostation, die nur freigelegt werden kann durch. Diesen Wurf. Und. Foto! Das war das mit dem Dominus. Ah, es gibt noch drei Fotostationen. Gut. Gibt es noch was zu erledigen? Aber erstmal ist unser Freund dran. Lächerlich. Ah, muss irgendwie Kamera. Ja. Den Dominus Rex braucht man noch da irgendwie drin. Irgendwas war da. Ah, und jetzt kommen die Bäume. Genau wie ich es mir erhofft hatte. Ja, wo sind sie? Hier ist eine.
Was? War schon wieder so einen bestimmten Dino. Ja, damals wusste ich nicht, dass sich der Indominus sich unsichtbar machen konnte. Aber obwohl man das in Story-Sequenzen ja eigentlich hätte sehen können, und ist der hier gemeint, wusste ich einfach nicht. Bitte, der ist gesperrt? Kann ich... Kannst du auch stampfen? Scheinbar ja schon. Okay. Aber zu. Damals wusste ich ja nicht. Und einen kleinen Moment, bitte. Lecker Kartoffeln. Hallo. Na, hast du gefangen heute? Hey. Ja. Oh ja, ich muss den ersten Mal vor. Das steht aus aller Heimat. Ich bin mir jetzt sicher, oder? Ja. Ach, das ist meine. Da drin, es schüttet. So, Halsbrüch. Ne, Quatsch. So. Genug davon. Jetzt wird er gebraucht. Das erste Mal, dass wir ihn überhaupt mal in Aktion sehen. Denn er kann sich super gut unsichtbar machen. Nächsten Montag, 3. Mai, macht er mal keinen Fahrstundentermin. Wir kommen nach der Bank. Ja? Montag macht er sowieso nicht. Ja, vielleicht. Nee. Ausnahmsweise, dass mal montags vielleicht das dann gehen. Mhm. Ja, ich und Fahrschule, ne? Immer wieder super. Gut, gehen wir noch den Typ da drüben retten. Und dann werden wir auch mit dem Bereich fertig. Allerdings möchte ich auch die zwei roten Steine, die ich jetzt bekommen habe, noch holen. So, und zwar. Wie ging das nochmal? Ah, okay. Holen Sie mich hier raus! Ich hatte keine Ahnung, dass Dino so schlau sein können. So. Wie viele Panzer Gino fehlen denn noch? Es fehlen tatsächlich noch 3. Jetzt nur noch 2. Gut, werden wir auch bald noch ausfindig machen. Wahrscheinlich da. Und da ist einer. Ja, der eine müsste da drin sein in diesem Dings. Gut, aber da gehen wir erst im nächsten Part hin. Jetzt
gehen wir erstmal wieder zurück zu einer gewissen Stelle. Gucken jetzt, was wir denn so haben. Ja, 10-fache Punkte. Sonst haben wir nichts mehr. Super! Das letzte Puzzleteil der Multiplikatoren. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao!